Ja, Leute, ihr seht schon wieder diesen Typen hier, obwohl es noch nicht ATTV-Zeit ist, aber es geht um ein anderes Thema. Ja, Thema von Kanalzusammentum. Ja, das ist halt was jetzt komplett Unerwartendes. Ist mir auch nur so durch den Kopf gegangen, einfach so. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht mal diese Idee präsentieren? Unsere Idee ist nämlich, ja, wie wir teils erwähnt haben, ein Kanal zusammen. Allerdings ist es so ein unterschiedlicher Kanal zu diesem hier. Das ist ein großer Unterschied, wirklich, wenn ich überlege. Manchmal reden wir über Scheiße, manchmal tun wir Scheiße und manchmal reden wir mit anderen über Scheiße. Auch anders über die. Genau. Auch anders gesagt, wir reden auch über, manchmal sogar über ernste Themen, nicht nur über Scheiße und werden auch mit einigen anderen Leuten sprechen. Zum Beispiel, wenn er dieses Video sieht und dabei sein möchte, der Lars Gaming. Ganz wichtig, nochmal Liebe an dich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es auch natürlich eine Nachfrage von im engen Kreis, ob das wirklich so gut wäre. Natürlich kam noch dann jemand, der sagt, würde es nicht irgendwie blöd laufen wegen den Hauptkanal oder sonst irgendein Mist? Ja, das hat mir ein guter Freund geschrieben und eigentlich, wenn ihr es auch so denkt, weil ich habe ja den zweiten Kanal geschlossen. Allerdings, bei diesem Kanal mache ich nicht vollkommen aktiv. Da werden wir nur so manchmal es machen, wenn wir auch dazu Lust haben. Auch anders gesagt, der ist einfach nur zum Spaß da, auch mal ein bisschen Meinung rauszulassen bei bestimmten Themen. Das müssen wir ja nicht in meinen Gameplay zum Beispiel rauslassen und dann ist es meistens nur Gelaber, sondern ja, da haben wir dafür diesen Kanal. Ja, aber es kann halt mal passieren, dass wir mal spielen und dann über Themen reden. Manchmal spielen wir nur und machen Witze, manchmal reden wir nur. Genau. Tja, und auf jeden Fall möchte ich sagen, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Natürlich, falls ihr zu blöd seid, um ihn aufzurufen, heißt er Talk with ATNL. Und warum diese Namen? Ganz einfach. Ich habe erstmal vorgeschlagen mit ANL, Anfangsbuchstabe. Aber dadurch, dass manche ihn jetzt ATNA nennen, ist ein, ich habe gerade verstanden, ATNA. ATNA. Ja gut, weil einige nennen mich ja AT, deswegen das AT, obwohl ihr eben, also die meisten lassen immer ein I da. Ich will aber ein Abo haben, aber ich meine halt deswegen das AT, weil das kommt auch von meinem realen Namen und von diesem Namen her. Deswegen, lass uns nicht mehr über den Namen sprechen. So, das wäre halt unsere Info. Ihr könnt, wie gesagt, gerne den Kanal folgen, also abonnieren auch anders gesagt. Natürlich auch die anderen Social Media Links in der Videobeschreibung und bleibt lieber gerne hier, weil hier kommen noch einige Videos, bevor die Schule wieder beginnt. Naja, bei mir, boah, sagen wir mal, los ist nichts los. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht sogar auf einem anderen Kanal. Bis dann, Leute. Auf Wiedersehen.